Einen schönen guten Morgen. Liebe Zuhörer, ich wollte Ihnen heute mal kurz dieses Thema weiter erläutern. Auswandern nach Polen, ja oder nein? Vor einem Jahr habe ich mehrere Kurzfilme darüber gemacht und bleibe bei der grundsätzlichen Aussage, eine Auswanderung für Rentner lohnt sich allenfalls. Wir müssen hier nochmal kurz unterscheiden zwischen den Rentnern, die die deutsche Rente beziehen und der polnischen Sprache mächtig sind, und den sogenannten echten Deutschen, die kein Polnisch sprechen. Fangen wir erstmal mit dem zweiten an, und da will ich jetzt einige generelle Tipps geben. Es sollen jetzt hier nicht die Feinheiten wiederholt werden, die ich jetzt Ihnen auch in einem Kurzfilm folgend darstelle, sondern das allgemeine Grundsätzliche. Und das Grundsätzliche besagt, wenn man hier aus Deutschland auswandert oder Deutschland verlässt und irgendwo anders lebt, hat man mit Sicherheit nicht nur ökonomische Begründungen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die Spur zu verfolgen. Man ist de facto hier in Deutschland weiter ansässig, lebt aber irgendwo anders. Deswegen heißt es ja auch in meinem Film, Auswandern nein, Leben ja. Was heißt das konkret? Also hier muss man darauf achten, so wenig wie möglich Spuren hinterlassen, die jetzt darauf schließen würden, dass man irgendwo anders im Ausland lebt. Wenn man hin und her fährt, sogar 2-3 Mal im Jahr und unter der 183-Tage-Grenze bleibt, ist das alles kein Problem. Die Niederlassungsfreiheit in der EU erlaubt uns das. So wenig Spuren wie möglich, was heißt das zum Beispiel? Hier gebe ich einen ganz konkreten Fall an, und zwar muss man denn der deutschen Rentenversicherung überhaupt mitteilen, dass man in Polen lebt und sich die Rente dort überweisen lassen. Da, wenn Sie so vorgehen, hinterlassen Sie ja hier jede Menge Spuren. Man weiß zu viel über Sie. Man weiß auch gar nicht, wie die Gesetze sich nachher ändern, ob die Rente im vollen Umfang ausgezahlt wird. Vielleicht sagt man, man muss sie an die Lebenshaltungskosten anpassen. Der grünen Regierung ist ja einiges zuzumuten. Also macht man es anders als mit der direkten Überweisung von der deutschen Rentenversicherung. Man lässt es auf ein deutsches Konto überweisen, da man ja weiter den deutschen Pass und die Anmeldung hier in Deutschland hat. Und von dort werden dann per Dauerauftrag die Gelder nach Polen überwiesen. Oder aber es macht ein Bekannter oder Verwandter, Kinder, andere Verwandte, die ihnen das direkt überweisen. So sieht das also hier in diesem konkreten Fall aus. Für die polnischsprachigen Rentner, die ja in der Mehrzahl die stille Abwanderung im Grunde genommen darstellen, und ich gehe davon aus, dass es nicht 8000 offiziell abgemeldete deutsche Rentner sind, die nach Polen ausgewandert sind, sondern mindestens 100.000, wenn nicht mehr, die das im Stillen machen und dort leben, hier die Rente beziehen, alles legal, und die Gesetze ausnutzen. Für diese Leute kann ich nur empfehlen, man sollte auf keinen Fall den deutschen Pass und die anderen örtlichen Verbundenheiten zu Deutschland aufgeben, weil A, erstens ist es legal und zweitens ist es klug. Darüber kann man noch viele weitere Tipps geben, aber ich lasse es erstmal dabei und will in meinem Kurzfilm, der jetzt folgt, erstmal so ein paar technische Dinge von einem echten Deutschen, der Kollege, der das macht, der wird mir das nachsehen, dass ich ihn so bezeichne, Ihnen rübergeben, und dann mal einen ganz kurzen Film über Ostpreußen und Schlesien vorstellen, wo Sie dann verstehen, dass die deutsche Geschichte immer schon
so ausgerichtet war, dass Leute nach Polen, in den Osten ausgewandert sind und da friedlich lebten und Leistung gebrachten. In diesem Sinne einen schönen Tag. Hallo und herzlich willkommen an alle Polen-Begeisterte und Ambitionierte. Genauso wichtig ist die Frage, wie bin ich als deutscher Rentner bei einer Auswanderung nach Polen krankenversichert? Zugang zum polnischen Gesundheitssystem, sowie dies auch für die gesetzlich versicherten Bürger. Schlesien ist ein alter Landstrich, der von fruchtbaren Böden an beiden Seiten der Oder geprägt ist.
Aufgrund seiner historischen Rolle als Schmelzziegel unterschiedlicher Kulturen und Sprachen erlebt das Gebiet eine bewegte Vergangenheit. Obwohl Schlesien heute Teil Polens ist, war das nicht immer der Fall. Daher klären wir in diesem Video, warum Schlesien heute zu Polen gehört und nicht mehr zu Deutschland. Schlesien ist eine vom Wechsel geprägte Region, welche im 9. Jahrhundert Teil von Polen wurde und später durch Erbteilung in kleine Herrschaften zersplitterte. Im 12. Jahrhundert fand eine zunehmende Germanisierung statt, als deutsche Siedler aus verschiedenen Regionen des Reiches angeworben wurden, um Schlesien zu besiedeln. Im 13. Jahrhundert wurde Schlesien vom Mongolensturm heimgesucht, konnte sich aber erholen und wurde schließlich 1327 Teil des böhmischen Lehnsverbands und später von Österreich beherrscht. Im Jahr 1740 annektierte Preußen Schlesien in einer Reihe von Kriegen und Schlesien wurde Teil des neu gegründeten Deutschen Reiches im Jahr 1871. Schlesien wurde im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standort in Europa, insbesondere durch seine florierende Tuchindustrie und Kohleförderung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Schlesien 3,5 Millionen Deutsche und 1 Million Polen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Territorium neu aufgeteilt, was zur Neugründung der Staaten Polen und Tschechoslowakei führte. Die Siegermächte genehmigten eine Volksabstimmung in Oberschlesien, die zugunsten Deutschlands ausfiel. Wojciech Korfanty, ein polnischer Politiker, versuchte jedoch mit Hilfe privater Streitkräfte, Oberschlesien gewaltsam an Polen anzugliedern. Die Deutschen gewannen die Auseinandersetzung und der Völkerbund legte die endgültige Grenzziehung fest. Polen erhielt rund ein Drittel des oberschlesischen Gebiets, einschließlich Katowice und Königshütte mit ihrer bedeutenden Schwerindustrie. Im August 1939 überfiel eine SS-Einheit unter dem Befehl von Adolf Hitler eine Radiostation bei Gleiwitz in Schlesien. Die Soldaten tarnten sich als polnische Freiheitskämpfer und inszenierten damit einen Angriff auf das Deutsche Reich. Dies war der Vorwand, den Hitler benötigte, um am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg zu beginnen und in Polen einzumarschieren. Polen wurde innerhalb eines Monats besiegt und die Wehrmacht begann mit dem Rassenkrieg gegen die polnische Bevölkerung, bei dem 6 Millionen Polen getötet wurden. Im Anschluss an den Angriff schoben die Nationalsozialisten die schlesische Grenze nach Osten und schlossen Ostoberschlesien an das Deutsche Reich an, einschließlich des Gebiets um Auschwitz, das später zum Symbol des nationalsozialistischen Schreckens wurde. Schlesien galt bis 1945 als Reichsluftschutzkeller, weil es für alliierte Bombenverbände aufgrund der hohen Distanz unerreichbar war. Die Bedrohung kam jedoch bald aus dem Osten, als die Rote Armee vorrückte und am 19. Januar 1945 Oberschlesien eroberte. Niederschlesien wurde ebenfalls erobert und die Stadt Breslau wurde belagert und zur Festung erklärt. Nach erbitterten Kämpfen, die 70% der Stadt zerstörten, ergab sich die Stadt am 6. Mai 1945 den sowjetischen Truppen. Aufgrund der heranrückenden Roten Armee verließen viele Schlesier ihre Heimat in sogenannten Flüchtlingstrecks. Schlesien wurde schließlich vom Deutschen Reich abgetrennt und Polen zugesprochen. Die meisten deutschsprachigen Bewohner wurden zwischen 1945 und 1947 vertrieben. Ostpreußen für Anfänger. Der Name Ostpreußen leitet sich von seinen Ureinwohnern, den zwischen Weichsel und Memel lebenden baltischen Prußen ab. Sie waren die letzten Heiden Europas. Mehr als 200 Jahre wurde vergeblich versucht, sie zu missionieren. 1225 rief Herzog Konrad von Masowien, nachdem seine gewaltsamen Versuche der Christianisierung ebenfalls misslungen waren, den Deutschen Orden zu Hilfe. Der Deutsche Orden, gegründet als Ritterorden zur Zeit der Kreuzzüge, war allein dem Kaiser und dem Papst verpflichtet. Durch die Bullen von Rimini und Rieti billigten Kaiser und Papst die Landnahme und unterstellten dem Orden die zu erobernden Siedlungsgebiete der Prußen. In der Folgezeit konnte der Orden seine Territorialherrschaft im Preußenland errichten. Er gründete 93 Städte, mehr als 1000 Dörfer und holte deutsche Siedler in das dünn bewohnte Land.
Die Prußen wurden nicht ausgerottet. Und so bildete sich im Laufe der Zeit mit den Deutschen und den später ins Land gekommenen Masowiern im Süden und Litauern im Nordosten eine eigene ostpreußische Identität heraus. Der Ordenstaat war zur damaligen Zeit der modernste Staat im Nordosten Europas. 1309 wurde die Marienburg zum Sitz des Hochmeisters. 1410 unterlag der deutsche Orden einem polnisch-litauischen Heer bei Tannenberg und büßte seine regionale Vormachtstellung ein. 1466 verlor der Orden durch den Zweiten Thorner Frieden das später Westpreußen benannte Gebiet und das Ermland an Polen. 1525 wandelte Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach aus der fränkischen Linie der Hohenzollern den Ordenstaat mit seiner Hauptstadt Königsberg in ein erbliches Herzogtum um, trat zum evangelischen Glauben über und nahm das Land vom polnischen König Sigismund, seinem Onkel, als erbliches Lehen an. 1618 fiel Preußen an die brandenburgische Linie der Hohenzollern. 1657 beendete der große Kurfürst Friedrich Wilhelm im Vertrag von Wehlau das Abhängigkeitsverhältnis zu Polen. Vom Boden Ostpreußens gingen zahlreiche geistige Impulse hinaus in die Welt, die die Natur- und Geisteswissenschaften, die Literatur und die bildende Kunst tief beeinflusst haben. Am 18. Januar 1701 krönte sich Kurfürst Friedrich III. In Königsberg als König Friedrich I. in Preußen und verband so den Namen Preußen mit dem brandenburgischen Staat. Die Pest entvölkerte zu Beginn des Jahrhunderts weite Teile des Landes. 1732 siedelten sich etwa 16.000 evangelische Salzburger in Ostpreußen an, die ihre Heimat aus Glaubensgründen verlassen mussten. Ihr Zuzug, wie auch die bereits früher erfolgte Einwanderung zahlreicher Hugenotten aus Frankreich, trug wesentlich zur wirtschaftlichen Erholung Ostpreußens bei. Durch die erste polnische Teilung von 1772 wurde das Ermland und die 1466 vom Ordensland abgetrennten Gebiete Westpreußens wieder mit Preußen vereinigt. Nach der Niederlage 1806-1807 gegen Napoleon war der Norden Ostpreußens mit der Stadt Memel Zufluchtsort für das preußische Königspaar. Die Volkserhebung gegen die französische Fremdherrschaft nahm 1813 vom Königsberg ihren Ausgang. Der wohl berühmteste Ostpreuße ist der Philosoph Immanuel Kant. Kants Grabdenkmal am Königsberger Dom hat den Zweiten Weltkrieg überstanden und wird von den heutigen russischen Bewohnern als Ehrenstätte gepflegt. Im 19. Jahrhundert blieb Ostpreußen zwar ein Agrarland, aber es entwickelte in diesem Bereich als Kornkammer Deutschlands ein hohes Niveau. Nach einer langen Friedensperiode wurde die Provinz 1914-1915 erneut Kriegsschauplatz. Die russischen Armeen drangen tief ins Land ein. Unter der Führung der Generäle Hindenburg und Ludendorff wurde es durch den Sieg bei Tannenberg befreit. Durch die Schaffung des polnischen Korridors verlor Ostpreußen seine direkte Verbindung zum übrigen Reich. Bei der Volksabstimmung 1920 stimmten in Ostpreußen 98% der Einwohner im Abstimmungsgebiet Allenstein für den Verbleib bei Deutschland. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs traf Ostpreußen vor allem als Aufmarschgebiet. Die Jahre 1944-1945 brachten den schwersten und unglücklichsten Abschnitt in seiner langen Geschichte. Von den 2,5 Millionen Ostpreußen verloren durch Krieg, Flucht und Vertreibung mehr als ein Viertel ihr Leben.